Prusa Research und Ultimaker haben in ihrer jeweiligen Alpha-Release-Variante endlich den Tree-Support eingeführt. Und warum ich das Zeug so genial finde und warum ihr das ab sofort auch nutzen solltet, schauen wir uns in diesem Video an. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de und ihr seht, ich habe ein bisschen was gedruckt und habe die beiden Slicer mal ausprobiert und möchte euch in diesem Video mitteilen, warum ich denn den Support wirklich lieb gewonnen habe und warum ihr ihn in Zukunft auch nutzen solltet. Fangen wir erstmal ganz vorne an. Warum braucht man denn überhaupt einen Support? Nun, ihr erinnert euch noch an dieses Teil hier, ja, den kleinen E3D-Buggy, den ich als Testobjekt genutzt habe, um das Filament mal, den Filamentsensor hier am Prusa Mini zu testen. Denn da gibt es eine ganz bestimmte Stelle, genauer gesagt hier unterm Dach, wo man einen Überhang hat. Auch hier hinten an dem kleinen Aufsatz hier hinten hat man einen Überhang und da sieht man relativ schnell, okay, das sieht nicht wirklich schön aus. Das ist so ein bisschen, naja, kruschelig, das ist so ein bisschen wackelig, das sieht nicht wirklich schön aus und da hat das Filament wohl nicht richtig gehalten. Und das ist natürlich klar, denn der Drucker kann nicht ins Leere drucken. Er braucht natürlich irgendwo eine Basis, ein Fundament, auf das er drucken kann. Und wenn er das nicht hat, sieht es halt am Schluss so aus. Damit das nicht passiert, haben wir Support. Das heißt also, normalerweise kennen wir das in Form von einem Grid Support, wo dann ganz normale viereckige Säulen hochgezogen werden, die sich dann auch mehr oder weniger gut vom Druckobjekt später lösen lassen. Und dann haben wir noch natürlich ein anderes Problem, denn wenn man jetzt zum Beispiel ein Objekt hat, was quasi gar keinen direkten Kontakt zum Boden hat, also einen Überhang hat, der gar keinen direkten Kontakt zum Boden hat, sondern wo unten nochmal eine Stelle ist, wo noch das Objekt selber drunter ist, das heißt also, dass quasi das Support auf dem Druckobjekt aufsetzen muss, dann haben wir natürlich nicht nur eine Stelle, wo es ein bisschen wackelig wird, sondern unten nochmal eine Stelle, wo der Support aufsetzt, wo es nicht wirklich schön aussieht am Schluss. Und genau an dieser Stelle kommt der Tree Support ins Spiel. Da haben sich nämlich beide Slicer-Entwickler gedacht, okay, das versuchen wir jetzt mal entsprechend zu implementieren. Und ich finde, die haben da einen richtig guten Job gemacht, denn das sieht schon ordentlich aus. Und es hat natürlich auch einige Vorteile. Ich habe hier hinten einen Druck gestartet auf dem Prusa Mini, der wäre fast durchgegangen, wenn mir das Isan PLA Plus nicht noch in letzter Minute einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. Diesen Druck habe ich instant nach dem Umbau vom Prusa Mini gestartet und habe gemerkt, okay, die Rolle reicht nicht mehr, der Filamentsensor hat eingeschlagen und ich habe das Isan PLA Plus draufgepackt. Und wie man sehen kann, das Isan PLA Plus war erstens gebrochen, hinten, bevor es überhaupt in den Filamentsensor reingegangen ist und anscheinend nochmal im Filamentsensor. Ich hatte nämlich richtig viel Trouble, das richtig rauszubekommen. Aber ansonsten wäre das ein richtig schönes Teil geworden. Das ist nämlich ein Viertel von der Schulterplatte des Mandalorianer. Aber man kann daran schon mal ziemlich gut was zeigen, was ich genial finde. Das ist zum einen der Support, wie er im Prinzip auf dem Druck oder unter dem Druckobjekt liegt und wie er das Druckobjekt stützt. Und ihr seht, das ist schon eine relativ flache Oberfläche hier. Und das lässt vermuten, dass dann auch die Oberfläche, die hier auf dem Support aufliegt, auf der Innenseite auch relativ flach ist. Und das ist sie in der Tat. Also ganz ehrlich, man kann es kaum unterscheiden zwischen wo war der Support und wo war kein Support. Da muss ich echt sagen, das war First Try auf dem Prusa Mini mit dem Tree Support im Prusa Slicer in der Alpha-Variante. Wohlgemerkt, die Links zu beiden Alpha-Varianten packe ich euch unten in die Videobeschreibung, damit ihr sie nicht raussuchen müsst. Das ist nämlich gerade bei Ultimaker, die verweisen dann zwei, dreimal von einem Artikel auf eine GitHub-Seite und dann nochmal auf eine Unterseite, bis man dann entsprechend die richtige Version für sich hat. Ist ein bisschen Sucherei, deswegen die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr sie dort direkt runterladen. In Cura ist es momentan die Version 5.3.0, glaube ich. Und da habe ich auch gleich einmal müssen ein bisschen schlucken, weil ich gemerkt habe, okay, der Prusa Mini wird nicht von Werk ab supported. Das hat mich echt überrascht, denn der Drucker ist jetzt nicht gerade erst von gestern, sondern schon ein paar Jahre alt. Und mich wundert es, dass der immer noch nicht drin ist. Dafür hat Cura aber den Prusa XL reingepackt. Aber ich habe natürlich dann geguckt und habe ein paar Profile für die Version 4 gefunden. Und in der Version 4 habe ich dann alles runtergeladen und habe die Profile hinzugefügt. Das ist ganz einfach, ihr müsst nur an das entsprechende Verzeichnis. Ich blende mir hier unten die für Windows und für Mac entsprechend ein. Dazu gibt es auch nochmal eine schöne Anleitung von Prusa Research. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann müsst ihr eigentlich nichts weiter tun, außer entsprechend die Definitions, die Extruders und die Meshes, entsprechend die jeweiligen Konfigurationsdateien in entsprechende Verzeichnisse zu kopieren. Und schon könnt ihr in Cura auch den Mini als Drucker anlegen.
Hatte ich das dann entsprechend erledigt, konnte ich dann auch eine Banshee drucken. Das war das erste, was ich gedruckt habe. Und ich habe natürlich im Vergleich dazu versucht, direkt einmal den Tree Support im Prusa Slicer natürlich gleich auszutesten. Habe also beide Banshees ungefähr gleich. Also sie sind nicht perfekt gleich, aber ungefähr gleich anzulegen. Und muss sagen, vom Support und allem drum dran, ja klar, die Banshee hier beim Kura Slicer sieht noch nicht perfekt aus, weil ich das Profil auf dem Prusa Slicer getrimmt hatte und habe das einfach nur rüberkopiert von der Stable Version. Beim Kura Slicer habe ich mir jetzt noch nicht die Mühe gemacht, das entsprechend zu trimmen, deswegen verzeiht es mir, wenn hier vorne ein bisschen das Ganze underextruded ist oder nicht ganz schön aussieht vom Profil her. Ich habe nur grob die Temperaturen übertragen und habe dann einfach gedruckt. Von der Druckzeit her, muss ich sagen, geben die beiden sich nichts. Und ich glaube, wenn nicht das Profil noch richtig einstellen würde beim Kura Slicer, würde das ähnlich gut aussehen wie hier beim Prusa Slicer. Und ich muss sagen, da sind ein paar Minuten dazwischen, wo das der Kura Slicer, glaube ich, 2-3 Minuten entsprechend länger braucht als der Prusa Slicer. Also von der Qualität und allem drum und dran, was ich sehe, kann ich jetzt erstmal noch nicht meckern. Testen wir aber als erstes mal, boah, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, wie leicht sich denn der Support vom Druckobjekt überhaupt ablösen lässt. Also, ihr seht, ich habe schon ein bisschen Probleme, das abzubekommen. Ich hole mir mal gerade, ne, geht. Wollten wir schon gerade Hilfe holen. Ein Schraubenzieher oder eine Zange oder irgendwas. Und dann machen wir das mal ab. Legen das mal da hinten hin. Wirklich hundertprozentig schön. Ist das jetzt nicht, aber gut. Das kann auch noch ein bisschen daran liegen, dass es nicht richtig extrudiert ist, das Material, weil ich das noch nicht richtig eingestellt hatte. Von daher gebe ich da noch mal ein bisschen Toleranz mit hinzu. Die Oberfläche vom Druck, da wo es aufgelegen hat. Ich mache das noch mal im Nachgang schön sauber und blende euch dann ein bisschen B-Roll ein. Muss ich sagen, kann man nicht meckern. Ist ein bisschen rauer, ein bisschen rougher als beim Original hier vorne, wo kein Support dran war. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, es sieht auf jeden Fall besser aus als mit einem nur herkömmlichen Support gedruckten Objekt. Da habe ich jetzt zum Beispiel mal hier den MakoBot. Den drucke ich normalerweise immer mit Grid Support, wo ich das Ganze dann so leicht angewinkelt hinstelle, damit der wirklich in einem durchdruckt und ich hier unten nur so einen ganz kleinen Kranz und Support habe. Und da sieht man im Vergleich zu beiden natürlich, dass die Oberfläche hier vom Tree Support beim Kura Slicer schon deutlich feiner ist als hier beim MakoBot. Schauen wir mal im Vergleich dazu. Der Prusa Slicer, und da muss ich echt sagen, das gefällt mir so ein bisschen, dass die Spitzen oben wirklich richtig, da brauche ich jetzt echt was zum Abmachen, dass der Support dann dort entsprechend nur wirklich minimal aufliegt und auch eine schöne Auflagefläche bietet für die Drucke. Und ich stelle das jetzt mal hier so hin und versuche einfach mal, na, nicht, dass ich mir jetzt hier einen Finger schneide und dann mit Krankenwagen machen muss. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier diese Oberfläche, wo der Support vom Prusa Slicer draufgepackt hat, die ist noch mal ein Ticken feiner, muss man einfach sagen. Die ist noch mal ein Ticken feiner als beim Kura Slicer. Klar, das ist Einstellungssache, das heißt also, man kann auch mal das Profil natürlich im Nachgang feintunen. Und da muss ich sagen, das sehe ich erstmal noch nicht so eng. Hier habe ich erstmal die allererste Variante, wo ich das Ganze nur mal so ein bisschen angewinkelt gedruckt habe. Das seht ihr natürlich auch im Thumbnail. Da versuche ich gar nicht erst großartig den Support abzumachen, weil der wird ultra schwer abgeben, aber ich habe es einfach laufen lassen, weil ich es von der Optik her sehr cool fand. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht, wie gut und wie einfach das funktioniert. Vor allen Dingen, man sieht auch halt, dass hier oben, selbst jetzt hier, das ist das, was ich eben gemeint habe, wenn hier unten noch so ein kleiner Absatz dran ist, entsprechend hier oben dieser Vorsprung wird dann auch noch unterstützt, ohne dass hier unten nochmal der Support auf dem Druckobjekt selbst entsprechend aufsitzt. Das würde natürlich dann auf beiden Seiten vielleicht verursachen, dass man so eine unschöne Oberfläche am Schluss hat, die man nochmal ein bisschen schleifen muss. Das finde ich ganz schön, der schlängelt sich also richtig schön um das Druckobjekt rum und geht dann auf die Druckplatte. Und das gleiche sieht man auch hier. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind übrigens die Handplatten für den Anzug von Bo-Katana, den ich gerade am Drucken bin, wie gesagt. Das geht einfach wunderbar ab, ja, das geht wunderbar ab. Und braucht man gar nicht zu reden, also hier oben die Kanten sind alle echt schön gedruckt dann jetzt damit. Und das ist echt ein Träumchen. Aber was für einen Vorteil hat denn jetzt der Tree Support sonst im Vergleich zu anderen oder herkömmlichen Support denn noch? Nun,
zwei ganz wichtige und entscheidende Dinge. Und das eine ist Zeit, denn ich habe mal geguckt, diese Knieplatte hier oder auch die Schulterplatte, die ich gerade für den Anzug drucke, die haben im Schnitt ungefähr eine Stunde weniger Druckzeit. Das heißt also, jetzt mal gerade bei der Schulterplatte, ich habe mir das hier mal ausgerechnet, ich habe beim Crit Support habe ich 9 Stunden 22 Minuten an Druckzeit und 102 Gramm Filament. Und beim Tree Support habe ich sage und schreibe 8 Stunden und 6 Minuten und 87,77 Gramm Filament, die ich benötige. Das heißt also, es ist schon ordentlich ein Unterschied, ein ordentliches Gap, allein schon von der Druckzeit. Und das spart einem beim Material natürlich schon einiges. Das heißt also, so eine Rolle hält länger. Und wer jetzt sagt, ey Maggie, die Farbe kommt mir bekannt vor, das Material kommt mir bekannt vor, auch die ganzen Sachen, die ich hier gedruckt habe, ja, da habt ihr durchaus recht. Das ist nämlich das Sando Meta PLA in Türkis. Ihr erinnert euch, ich habe da schon mal so eine kleine Testrolle von einem Zuschauer geschenkt bekommen oder zugesendet bekommen. Danke dafür nochmal. Und wir haben von Sando natürlich 3 Rollen bekommen, wovon ich 2 an Zuschauer verlost habe. Und da stehen natürlich noch ein paar Testergebnisse im Raum und die habe ich jetzt mittlerweile vorliegen. Beziehungsweise von der kleinen Rolle war halt nicht mehr genug übrig, um noch so ein paar Testknochen zu drucken. Die werden wir aber nochmal drucken und werden sie mit der nächsten Fuhr ins Labor schicken. Das heißt, es kommen regelmäßig nochmal Testergebnisse nach. Und die habe ich mittlerweile, wie gesagt, vorliegen. Im Mittel braucht das Sanlo Meta PLA von dem Punkt, wo es sich dehnt, bis hin zu dem Punkt, dass es bricht. Ich blende nochmal ein paar Bilder ein, dass ihr das auch entsprechend seht, wie das dann aussieht. Brauchen wir 6,533 mm. Wenn ihr jetzt sagt, okay, Maggie, das ist alles gut, ganz gut und schön, hast du dann auch einen Vergleich für uns? Ja, ich habe nochmal das Roffelson 3D PLA-Filament, was ich von Roffelson 3D zugeschickt bekommen habe. Das ist ein europäisches Filament. Das habe ich auch mitgeschickt. Und dort hat man einen Wert von 6,033 mm gemessen. Also wie sich das Material dehnt, bis es bricht. Ja? Dann gibt es natürlich nochmal, die Krafteinwirkung, die man benötigt, um das Filament zum Brechen zu bringen. Das wird hier in Newton angegeben. Das sind beim Roffelson sind das ca. 125 Newton. Und beim Sanlo Meta PLA sind es ca. 116 Newton. Das heißt also, das Roffelson ist ein Tick besser, ein Tick stabiler. Dafür dehnt es sich nicht so lange und das Sanlo ist halt nicht so stark. Dafür dehnt es sich aber länger. Ich muss sagen, ich habe beim Druck von den Materialien nicht wirklich großartigen Unterschied gemerkt jetzt. Ja, ich habe mit den gleichen Einstellungen gedruckt. Beide Materialien drucken sich richtig gut. Der Unterschied ist nur, das wird in China hergestellt und das Roffelson wird halt in der EU hergestellt, in Niederlande, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt also, wir haben da ein EU-Produkt, was sowieso schon mal für die Regionalität spricht und wo ich sage, okay, es muss nicht um die halbe Welt geschippert werden, spricht schon mal fürs Material. Auf der anderen Seite ist auch immer so eine Frage von Farben vielleicht für den einen oder anderen, wo ich sage, okay, das Türkis hier beim Sanlo Meta PLA gefällt mir ganz gut, aber es gibt halt jetzt nicht so ein kräftiges Orange wie beim Roffelson 3D PLA. Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Da muss man natürlich gucken, welche Farbpalette gibt es, was spielt eine Rolle, Preis und alles drum und dran. Das könnt ihr entscheiden. Und ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen lieben Dank an meine Patreonen. Die blende ich nochmal hier unten ein. Wenn euch solche Testergebnisse interessieren, dann schreibt es doch mal bitte unten in die Kommentare. Dann werde ich öfter solche Testergebnisse entsprechend publizieren. Und in diesem Sinne, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst doch bitte ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, HODL THE LION, Happy Blending und ciao.